Ja, auf einmal fallen die vom Himmel. Stell das doch mal vor, das wäre irgendwie witzig. Das heißt, nein, das kann ich aber nicht. Das heißt, man ist nirgends sicher. Wäre irgendwie ganz witzig. Boah, ey, jetzt ist es hier dunkel. Dunkel. Sag bloß. Oder ist es etwa nicht bei dir dunkel, Pascal? Alter! Alter! Alter, wie kommt der hier rein? Ein Creeper? Nein, ein Slimeblock! Achso. Hat gerade irgendwie bei dir so geklungen, als wäre es ein Creeper. Deswegen. Nee, bei Creeper hätte ich so. Ach du heilige Ficker-Scheiße! Oder so, weiß ich nicht. Na, ja. Entschuldigung. Aber ist so, wäre hier ein Creeper, ne? Ja. Dann hättest du mich mal ragen gehört. Ohne Scheiß, dann wäre vorbei. Ja, bei mir war es, glaube ich, erst einmal jetzt in der gesamten Staffel, sag ich mal, oder in der gesamten Staffel, im gesamten Let's Play, wo ich einmal richtig ausgerastet bin oder mich mega erschrocken habe, und das war, als ich den Enderman gesehen habe in der Mine. Ich habe vor Enderman gar keine Angst mehr, weil ich weiß einfach auf die Beine schlagen und dann kann er auch nicht wegspawnen und dann gehst du einfach volle Kanne drauf und dann hast du den. Ja, ja, nee, aber ich habe mich ja mega erschrocken, weil ich ging um die Ecke und auf einmal stand er da. Und ich glaube, ich hatte da noch keine komplette Eisenrüstung. Ja, okay. Und wenn man. Ach, stimmt, das war ganz am Anfang, wo ich dann auch noch dahin gekommen bin. Richtig. Wo ich dann sagte, ja, geh aus dem Weg, ich mach das. Ja, ja, und du hattest ja, glaube ich, schon eine Eisenrüstung. Oder ich glaube, dann hatte ich auch schon eine Eisenrüstung. Ja, aber dann hast du gesagt, ja, ja, lass mich vorgehen. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so war da was. Ja. So, hier mein Weizenfeld neu besamen, ey, oh. Besamen. Besamen. Ich besame gleich mein Kondom. Oh mein Gott. Okay, darüber lache ich jetzt nicht. Weil das nicht witzig ist. Nee, war eh nur ein Spaß, weißt du ja. Ja, natürlich. Ich kenne dich doch. Ja. So, ich weiß nicht, wann diese Folge online kommt, aber ich glaube, die kommt später. Kommt die später, als was ich jetzt im Kopf habe? Ja, die kommt später. Achso, falls ihr euch fragt, warum ich das gesagt habe, weil ich habe mich nur gerade gefragt, wenn diese Folge online kommt, was wir für ein Datum haben und ob ihr schon wisst, was Neues auf meinem Kanal gibt, was für ein geiles, großes Projekt, da ja die Europameisterschaft kommt. Aber wenn diese Folge online ist, wisst ihr ja schon, dass Tobias, Thomas, Pascal und ich ein EM-Orakel machen. Pascal sagt einfach mal nichts. Was? Ja, 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 ja. Das hat gerade so mega geil gepasst. Ah, war das köstlich. Ja, das ist mies, wenn ich mich gerade konzentriere und du dann irgendwie was laberst. Ah, Spinne! Aha. Verreck! Verreck! Ich hab ziemlich Glück, bei mir spawnt hier zum Glück überhaupt nichts. Bei mir ist hier gerade nur ein Schwein. Also ich leuchte einfach mal meine ganze Bude aus. So, Alter, wie viel hab ich jetzt bitte? Boah, das ist mal eine Menge. Wie viel, also das ist ja Holz. Wenn ich das Holz zu Brettern umwandle, wie ist da nochmal der Koeffizient? Mal 4. Wow. Ich glaube, dann hätte ich sogar schon eigentlich genügend, oder? Ach, die Welt wird gerade gespeichert.
kann sein. Die Sterne glitzern so wunderbar in dieser schönen Nacht. Der Mond scheint hell auf unser Haus, was noch nicht steht. Pascal, der arbeitet und ich fälle Bäume. Und bald wollen wir euch unser Zuhause präsentieren. Zuhause ist es immer am schönsten, besonders bei Minecraft. Na, wow. Jetzt habe ich Eichenholz abgebaut. Blödes Eichenholz. Ich war mir so sicher, dass das Eichenholz ist und habe mir so gesagt, nein, das ist kein Eichenholz, bau das ab, Daniel. Das hier ist aber mein Holz. Ach, hier ist ein Wolf. Hallo, Wolf. Wie geht es dir? Warte mal, habe ich Knochen dabei? Nein, ich habe meine Knochen nicht mit dabei, schade. Ich habe noch nicht mal Knochen. Nein? Dafür habe ich on Mass Erde, Alter. On Mass. So, ich mache jetzt noch diesen Stack voll und das dann kommt mir jetzt auch zugute als Hilfsblock. Kommt mir das jetzt echt zugute? Ja, das stimmt. Erde ist da in dieser Hinsicht ganz gut. Ja. So, weil jetzt kann ich meinen Plan, wie ich hier irgendwas überhaupt baue. Na komm, ja. Weil jetzt geht es an mein Dach. Und da muss ich auch so ein bisschen. Ja. Gucken. Also ich mache mir auf jeden Fall ein Schrägdach. Das steht fest. Ja, ich weiß es nicht. Gerade wird es bei mir nicht. Obwohl ich überlege mal, ich glaube, es wird gerade und schräg und hoch. Denn ich baue mir ja diesen Turm und von diesem Turm aus eine Brücke oder halt eine Strecke zu dir. Aber da müssen wir beide dann gemeinsam dran bauen. Also wäre jetzt auf jeden Fall eine Idee von mir. Ja. Ach du Scheiße, so kann ich das gar nicht bauen. Pauen? Bauen. Pauen? Ach Scheiße. Heiße? Es ist heiß. Sehr heiß. Es ist ein echter Tag. Was? Du gehst mir gerade auf die Nerven. Das kann ich ganz gut. Ja, ich merk's. Obwohl, ich nerv dann nicht mal. Nur ich weiß, wie ich dich auf die Palme bringen kann. Bin ich jetzt also ein Affe, den man einfach so auf die Palme bringen kann, oder was? Ja. Autsch, bang, bang. Ach Gott, ey, jetzt darf ich. Oh. 52. Na. 53. 54. Au. 55. 56. 57. So, ich muss mir jetzt mal hin. 57. Das Fakt ist, ich brauche noch Birken. 58. Dinger. 59. 60. Nochmal gucken. 60. 61. Was war nochmal ein Stack? 64. 61. 62. 63. Und das letzte Holz. 64. Zack. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rückkehr und Baumeister Daniel is on his way.